Ja, hallo liebe Podcast-Zuschauer, wir sind heute hier und werden mal testen, wer von unseren beiden Sportgiganten alle Fragen zum Thema Fußball richtig beantwortet. Wir grenzen das natürlich weiter ein. Es wird ein Quiz geben zum Thema Österreich-Schweiz. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, vielleicht noch eine kleine Einschätzung. Florian, was hältst du von Tim? Welche Stärken, Schwächen hat er? Ja, Tim ist ein netter Kerl, guter Kollege, ne? Aber wenn es um Fußball geht, hat er keine Ahnung. Da kannst du hier im Verlag jeden fragen. Tim, da musst du irgendwie was gegenhalten. Das wollte ich eigentlich über Flo sagen, aber ja, das reicht eigentlich, ja. Die Kampfansagen sind verteilt. Jetzt schauen wir, wie es wirklich ist. So, liebe Sportexperten, bei welchem Wiener Verein ist Spielmacher Steffen Hofmann seit 2006 einer der Stars im Team? A. Rapid Wien, B. Austria Wien oder C. SC Wiener Neustadt? Gerhard Tremmel, jetzt Torwart von Red Bull Salzburg, spielte in vier verschiedenen Clubs in der Bundesliga. Für welche? A. Ulm, Wolfsburg, Hertha und Cottbus. B. Unterhaching, Hannover, Hertha und Cottbus. C. 1860 München, Rostock, Hertha und Cottbus. Die Antwort bitte jetzt. Das war schon mal gut. Welcher langjährige Spitzenclub in Österreich ist nach der Insolvenz 2007 zurzeit nur noch Drittligist? A. FC Tirol, B. Grazer AK, C. FC Admiral. Die Antwort bitte jetzt. Alexander Zickler wechselte mit 36 Jahren nach 5 Saisons in Salzburg noch einmal den Club. Wo spielt er jetzt? A. LASK Linz, B. Wacker Innsbruck oder C. Sturm Graz? Und die Antworten bitte. Bist du sicher? Ich glaube, ich hätte das mal gelesen. Aber ich weiß es nicht. Bitte. Welche Aussage über Christoph Spiecher, der diesen Sommer von Frankfurt nach Bern wechselte, ist nicht korrekt? A. Er war Kapitän in Frankfurt. B. Er ist Linksverteidiger. C. Er schoss bei der WM 2010 zwei Tore. Letzte Frage. Für welche Clubs bestritt Basels Markus Streller seine 69 Bundesligaspiele, in denen der Stürmer 12 Tore erzielte? A. Stuttgart und Köln, B. Stuttgart und Karlsruhe, C. Karlsruhe und Köln. Und die letzte Antwort lautet. Oh, Tim, Alter. Der hat für Köln gespielt. Wie wohl ist der denn? Hat er für Köln gespielt? Ja, sicher. Scheiße. Also Stuttgart war ja klar, aber. Ja, das ist ja ein spannendes Ergebnis, was wir jetzt hier zu verkünden haben. Der Flo hat in der Tat gewonnen. Vielleicht ein paar Worte des Verlierers. Ja, es ging jetzt darum, ob Streller schon mal in Köln gespielt hat und ich bin Fortuna Düsseldorf-Fan. Ist mir total egal, wer in Köln spielt. Und wenn das hier den Unterschied macht, dann tut es mir leid. Flo? Ja, das ist ja jetzt, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Ich habe vorher schon gesagt, dass der keine Ahnung hat. Das haben wir jetzt gesehen hier und sich da jetzt rauszureden, macht ja auch keinen Sinn, ne? Also war von vornherein klar und brauchen wir nicht groß drüber reden. Damit ist wahrscheinlich alles gesagt. Vielleicht gibt es eine Revanche.